Willkommen in Koh Samui in Thailand oder Thailand. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Es geht weiter mit der dritten Staffel von I Am The One, Reality Stars in Love. Ja, die Rummelbumm-Show geht's weiter und ich bin gespannt, wie viele Dongsi-Dingsis dort irgendwie getrieben werden. Der Nikolaus! Wer von euch war nicht brav? Ich war nicht brav. Und wie viele Perfect Matches es dort gibt. Ja, wieder mit Sophia Tomalla. Ne? Wir haben heute die ersten 24 Minuten bei RTL Plus gefunden und haben uns natürlich reingezogen. Und ich habe natürlich ein Review draus gemacht. Die ersten 24 Minuten nur. Nicht alle Teilnehmer werden zu sehen sein, aber ich werde kurz noch erwähnen, wer alles noch dabei ist. Aber an sich klingt das ganz gut. Ne? Also der Cast ist ziemlich wild. Ich bin gespannt, was noch alles kommen wird. Und ja, die haben sich echt eine super Insel ausgesucht, ne, in Thailand. Der Platz befindet sich diesmal im Golf von Thailand. Hat auch so, glaube ich, die besten Strände ever. Ja, da haben sich echt wirklich ein schönes Plätzchen ausgesucht. Und ich bin echt derbe gespannt, was ihr von dem ganzen Cast haltet. Und was ihr darüber denkt. Und wer mit wem eventuell ein Match sein könnte. Es gibt natürlich wieder 200.000 Euro zu gewinnen. Die 10 Lichter müssen angehen. Sophia Tomalla wird uns das nochmal erklären. Ich werde es nochmal einblenden. Und ja, falls du natürlich noch auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich ganze Folgen streamen möchtest oder diese ganze Folge streamen möchtest, dann musst du einfach auf RTL Plus gehen, ein Abo machen und ja, dir das reinziehen. Ne? Ich glaube, ab dem 17. geht das los mit den ersten beiden Teilen auf RTL Plus. Aber ich weiß nicht, wann es im Free TV ausgestrahlt wird und überhaupt, ob es ausgestrahlt wird. Ja. Und falls du natürlich mir auf Insta folgen möchtest, kannst du es auch gern tun, auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. Jetzt haben wir es. Das ist der Einspieler, wo Sophia Tomalla einfach mal den Tätowierer ablöst. Den Einspieler könnt ihr euch natürlich auf RTL Plus angucken. Und das weitermacht und dann seht ihr halt direkt am Rücken von dem Typen halt ein Herzchen, wo ein No drauf steht, ne? Also No Match. Und mal gucken, was sie noch weiterhin zu sagen hat, die Tomalla. Ja, was denn? Perfect Matches gibt's nur bei mir. Es geht wieder los. Wie immer, ne? Sie ist richtig cool und richtig heiß. Bin gespannt, wie die sich diesmal machen wird, weil manchmal muss ich sie schon kritisieren, ne? Weil sie wirklich so richtig die Teilnehmer so ein bisschen slut-shamen, vor allem die Frauen. Ne? Ich bin bei I Am The One und nicht bei Love Island. Hier muss ein bisschen Strategie rein. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, hier ist so ein kleiner Einspieler. Ich glaube, das ist Marie und Kim Virginia. Und den anderen, den mit der Sonnenbrille, den kenne ich nicht. Ja, wir sind nicht bei Love Island, sondern wir sind bei I Am The One. Was ein Müll. Rana schadet ja nie, oder? Digga, fuck mich nicht ab! Ich will kein Beef. Macht dir so Spaß, mich zu verletzen? Du bist so eine Drama-Queen. Was soll die Kacke, Alter? Da fließen wieder Tränen, vor allem bei der Sandra. Und der Tizi, ne, der haut so richtig ins Bett, ne? Oder aufs Bett. Also, wir kennen ihn ja von Ex on the Beach und da war er mir schon eine Red Flag und sehr unsympathisch. Und hier ist er es auch, finde ich, glaube ich, so wie ich die Bilder jetzt gesehen habe. Habt ihr gesehen hinten, die eine mit dem offenen Käppi, so Tennis-Käppi, schubst die andere. Also hier ist wieder Gewalt mit im Spiel und irgendwie kommt das, finde ich, fast in jeder Show mittlerweile vor, dass irgendjemand gewalttätig wird. Wir haben 10 Lichter. Ein Licht steht für ein Perfect Match. 10 Lichter stehen für 10 Perfect Matches und 200.000 Euro. Danke, liebe Tomalla. Ich bin gespannt, ob die überhaupt die Matches finden, die Perfect Matches, und dann die 10 Lichter angehen.
sie dann 200.000 Euro reicher werden. Dumm, dümmer, am dümmsten, dummeli, dumm, dumm, Digga. Was für eine Poesie. Also da bist du hier richtig, glaube ich, mein Lieber. Wir haben eine frische Ladung Reality Stars in der Holzklasse nach Thailand verfrachtet. Jetzt wird erstmal richtig abgewertet, ne? Also in der Holzklasse, ne? Keine Business Class oder Economy Class, sondern Holzklasse. Ich bin heiß. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hab Bock, neue Leute kennenzulernen, neue Frauen kennenzulernen. Das kann ja mal heiter werden. Das ist Mike Heiter. Der ist heiß wie Frittenfett, ne? Also, den kennen wir, ja. Den kennen wir von Instagram, von Elena Miras, mit der er zusammen war. Ich glaube, 3 Jahre waren die zusammen. Die haben mitgemacht bei Sommerhaus der Stars. Da haben die auch gewonnen. Wo haben die sich kennengelernt? Bei Love Island haben die sich kennengelernt. Und die haben, glaube ich, eine kleine Tochter. Aber sind jetzt getrennt. Cool, da alles da. Ja, so nett sieht's aus in der Bude. Ich bin mal gespannt, was da so alles passieren wird. Boah, ich liebe mich. Ich liebe mich einfach. Ich bin so selbstverliebt. Das habe ich von Anfang an auch geglaubt bei dir, dass du dich selbst liebst, dass du nonstop in den Spiegel wahrscheinlich guckst und dass du dich am liebsten selbst heiraten wollen würdest. Aber das geht ja nicht. Nach 1353 darf man sich nach dem BGB sich selbst nicht in Deutschland heiraten. Ne? Also das nennt man, glaube ich, Sologamie. Aber wenn es soweit ist, schreibe ich dir per DM eine Nachricht. Ich finde mich einfach den geilsten Typen so. Boah, ich bin so gesegnet mit meinen Haaren und dass die auch so gut sitzen und passen. Es geht weiter. Also der hört nicht auf. Wahrscheinlich, wenn man den irgendwie mal als Frau kennenlernen wollen würde und irgendwie ein Date mit dem hat, der wird einem wahrscheinlich eine Frikadelle ans Ohr reden, labern, wie schön er aussieht und wie toll er alles macht. In der Zeit, wo du das machst, schrumpft das ein bisschen, aber danach geht er wieder voll auf. Hier redet er darüber, dass er mal damals Anabolika und Steroide eingenommen hat und sein Johannes nicht so wirklich, ja, intakt war. Hi. Wie geht's? Hi. Mike. Freut mich. Hi, Sabrina. Ich bin begeistert und ich weiß, das wird eine geile Zeit. Das ist Sabrina. Die hat, glaube ich, auch bei I the One mitgemacht. Und ja, die hat er, glaube ich, auch gepimpert, ne, soweit ich weiß. Und habe ich eigentlich schon einen Lippenstift irgendwo hier? Ich wusste es, er benutzt bestimmt Chanel oder Dior, ne, als Lippenstift. Wir sind die Ersten. Uns, ja. Mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Ne? Ja, ebenfalls. Warum? Ich weiß nicht. Ich meine, du bist frisch Single, oder? Ja, was heißt frisch? 6 Monate? Wie ich schon eben gerade gesagt habe, mit Elena Mires war der zusammen. Und ja, der hat eine Tochter mit der. Und die dachte wahrscheinlich, die sind immer noch irgendwie zusammen. Also sie hätte mit dem nicht gerechnet. Ja, woran hat's gelegen? Ne? Wo ist das Problem gewesen? Gab's halt sehr viel Streit, gar keine Harmonie. Ja, ich dachte wirklich bei denen, das wäre so ein Reality-Pärchen. Da hat man irgendwie nichts erahnt. Und plötzlich waren die auseinander und haben gesagt, so, dass sie jetzt getrennte Wege gehen. Ist auch gut, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, weil jetzt kann ich eine bessere Einschätzung über eine Frau von vornherein haben. Weißt du, ob ich hast? Boah, ich sag dir ehrlich, mit Namen habe ich es schwer. Sandra. Sabrina. Ja, auch egal, ne? Hauptsache du atmest, das ist das Wichtigste. Mein Name ist Sabrina, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Wien und ich bin momentan OnlyFans-Model. Okay, du bist jetzt nicht die Einzige, die das macht, ne? Geil, also ich sagte hallo, Reality Stars in Love. In Thailand. Ja. Genau, in Thailand. So heißt es hier. Kennst du ihn? Nö. Kennen wir uns? Ach, Danilo! Ja, Bruder, Jensen! Ach, komm mal ein bisschen näher, meine Glotzkorken funktionieren nicht. Ach, doch, du bist es. Also muss ich sagen, ich schaue ein bisschen anders aus. Manche erkennen mich wahrscheinlich nur wegen der Stimme. Jetzt bin ich so hier und jetzt singe ich mir so. Also, ich finde ja, ich habe dich ehrlich gesagt nicht so wirklich erkannt. Aber sie meint, sie erzählt uns jetzt mal den Grund, warum man sie nicht sofort erkannt hat. Ich habe meine Nase machen lassen und ja, die ist halt mitten im Gesicht, was soll ich sagen. Wenn es nur das ist. Auf welchen Typen Frau steht's ihr? Hell, dunkel? Alle. Alle. Scheiß drauf, alle. Hauptsache, die atmet. Es ist schwierig zu beschreiben, meine Traumfrau. Süß, natürlich, die Essen macht, die mir wäscht. Ja, also er sucht sich, glaube ich, eine Putzfrau.
Kann das sein? Die bügelt. Ich bin da extrem oldschool. Ich mag auch nicht, wenn eine Frau irgendwie mich anspricht oder irgendwie den ersten Schritt macht. Okay, er sucht zu Hause eine Bedienstete, glaube ich. Deswegen ist er hier. Mal gucken, ob das klappt überhaupt, ob er überhaupt sein Perfect Match findet. Und er möchte wieder jagen. Also seine Jagdinstinkte sind über die Jahre so ein bisschen verrostet. Die möchte er jetzt so ein bisschen aktivieren. Hey, mein Name ist Danilo, 26 Jahre, komme aus Villingen-Schwenningen und bin ein Rätsel. Das ist das Problem. Ja, das bist du. Nicht nur ein Rätsel, sondern ein Lexikon, finde ich. Ich bin unbeschreiblich. Das war gut, gell? Ja, der war richtig gut. Schön, dass wir dich hier haben. Ach, ich glaube, das ist doch von Tommy die Ex-Freundin, oder nicht? Hä? Sabrina. Hallo. Hallo, Sabrina, Sandra, Cinderella. Egal, hallo. Ich habe angefangen mit Ex on the Beach, dann war ich bei Couple Challenge und bei Temptation. Genau, bei Temptation Island VIP war sie mit Tommy Pedroni zusammen dort. Und wie soll ich sagen, Sandra hat sich da eigentlich nicht von ihrer guten Seite gezeigt. Und ich habe sie da auch extrem kritisiert. Und ich bin gespannt, wie sie sich hier macht. Temptation hat mich ja ein bisschen schlecht dargestellt. Genau, die haben mich schlecht dargestellt. Die haben richtig einen scheiß Cutter gehabt, weswegen sie mich immer scheiße reingeschnitten haben. Sandra, diese Ausreden kennen wir. Erzähl mir was Neues, bitte. Freut mich. Meine Erfolgsquote bei Männern ist ziemlich hoch. Und den ich kriegen will, den bekomme ich dann auch. Ja, was soll ich sagen? Also bis dato war noch nicht die richtige Herzensdame dabei. Das der Steffen, der hat bei der Bachelorette bei der Sharon mitgemacht und war, glaube ich, unter den Top 3, glaube ich, ne? Und ja, der macht hier jetzt auch mit, finde ich schön. Der ist ein ganz lustiger Typ. Besser bekannt unter Shakira. Und mache beruflich OnlyFans. Genau, die Shakira, die Christina Shakira. Whenever. Whatever. Mit der hatte ich auch schon ein Interview. Die hat ja mitgemacht bei dem Bachelor und bei Bachelor in Paradise. Ja, die ist auf jeden Fall cool, eine Süße. Und ich bin gespannt, wie sie sich hier machen wird. Bei Bachelor in Paradise hatte sie ja was mit diesem Danilo. Der hat sie irgendwie verarscht, ne? Und das hat ihr, glaube ich, richtig viel zu schaffen gemacht. Aber ich will auch so ein bisschen vorsichtiger sein als in der letzten Show. Ich meine, wir haben alle gesehen, was dann passiert. Er hat das Geld genommen, statt sie, ne? Aber ich habe ja noch vieles gehört über Danilo, dass er eigentlich eine Freundin zu Hause sitzen hat, ne? Und dort halt Shakira Hoffnung gemacht hat. Seit der letzten Show, wo ich da verarscht worden bin, habe ich sowas von Vertrauensprobleme. Das glaube ich ihr, ne? Also, dass sie da wieder Vertrauen finden muss, aber peu à peu, ne? Du wirst schon den richtigen finden. Tü-ta-ta, Teasy ist da. Oh Gott, unser Red Flag Teasy von Ex on the Beach ist dabei. Oh, den brauchen wir doch echt nicht. Ja, ich hatte so eine Dreierkonstellation aus Layla, Layla und Gina. Du hast die ganze Zeit gesagt, du willst mich erlernen. Oh Gott, diese Szene kennen wir noch von Ex on the Beach, ne? Wie Gina da abgegangen ist, ne? Boah, das ging gar nicht. Du wolltest mich die ganze Zeit! Die ganze Zeit! Boah, das ist echt wie so in einem Horrorfilm, ne? Wie die Gina da richtig rumschreit. Aber der Teasy war ja auch nicht ohne, ne? Also wirklich, ich weiß gar nicht, warum sie den hier wieder mit reingenommen haben. Als ich gehört habe, dass es ein Perfect Match gibt, dachte ich so, bring it on. Oh shit. Das ist Elia. Dürfen die mittlerweile auch Handys mit reinnehmen? Der hat bei Germany Show mitgemacht. Also ich kenne den nicht. Wahrscheinlich treffen mich von Ex on the Beach. Das ist Paulina. Die ist auch nicht ohne, ne? Also bin gespannt, wie die sich hier machen wird. Ist das dieser Emanuel? Kann sein. Kommt noch ein Red Flag, ne? Also dieser Emanuel war ja bei der Sharon auch, ne? Bei der Bachelorette. Und boah, der hat sich auch richtig daneben benommen, ne? Also gucken wir mal ein paar Szenen. Schauen wir uns mal an. Unsympathisch habe ich ein paar Mal gelesen. Immer so auf Stress aus. Bushidos Bruder oder so habe ich schon in Schlagzeilen gelesen. Genau, es passt alles. Wie die Faust aufs Auge. Hi. Hey, alles gut? Ja, wie geht's? Ja, gut. Sorry. Und die beiden waren ja auch bei Bachelor in Paradise. Dieser Emanuel wollte noch was, glaube ich, von der Shakira. Und Shakira hat ihm halt die kalte Schulter gezeigt. Ne? Und er kam damit irgendwie überhaupt nicht klar, der Emanuel. Auf Shakira war ich ja eigentlich nicht so gut zu sprechen. Ich habe ihm damals einen Korb gegeben, hat ihm anscheinend nicht so gepasst. Nee, hat ihm nicht gepasst und ich glaube, ja. Aber ich finde es super, dass ihr euch gegrüßt habt. Das ist nochmal ein super guter Anfang. Hi. 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 Wie heißt du? Marie. Marie, freut mich, Mike. Hi. Marie ist auch mit am Start. Die war ja auch bei I The One und die hatte doch was mit diesem Jüngeren, ne?
Also, soweit ich weiß, hat anscheinend nicht so geklappt. Ja, ich bin, sagen wir mal, eine Art Nischenprodukt vielleicht. Entweder man mag dich oder man mag dich nicht, lieber Fabio. Aber ich mag dich, ich feiere dich. Der hat bei Make Love, Fake Love bei Jelis Kotschmut gemacht. Und der Typ ist einfach der Burner. Einfach Bombe. Und verkauf unter anderem Staubsauger. Mit mir kannst du dir sicher sein, dass es nie langweilig wird. Nee. Mit dir wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ich finde, du bist eine Bereicherung für diese Show. Wie kamst du auf das Outfit? Ich habe erst geschaut im Wetterbericht und dann war es 38 Grad. Und dann dachte ich mir, dann ziehe ich nur eine Badehose an. Oh, der Bruder, der ist anders. Der ist, nee, nicht Thomas anders, aber anders. Ne? Der ist super cool. Der hat seine Büchse dabei. Und auf dieser Büchse ist ein Bild von ihm direkt in der Mitte platziert. Er macht im Grunde genommen Werbung für sich. Also es ist krass, dass das RTL auch zugelassen hat. Ne? Super. Ja, hast du auch was drunter oder bist du einfach so? Ich hab mein Badehose. Hey, das ist doch dein Gesicht, oder? Ja. Genau, direkt mal sein Gesicht auf dem Pindol, ne? Also besser geht's nicht. Mein Outfit hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Nee, alle haben Augen gemacht, ne? Sogar die Männer, die haben sich richtig gefreut. Warte mal, da ist die Mücke. Das Bein erwischt, gell? Ganz knapp. Da fängt das schon an, ne? Super geil. Also, ich feiere diesen Typen, der ist richtig lustig. Ich werde ihn mal auf dem Bild, wenn ich das Video jetzt hochlade, wo ich dann bei Insta immer diese Bilder hochlade und die Leute markiere, den werde ich auch mit markieren. Auf jeden Fall finde ich den super. Ich bin echt gespannt. Was denkt ihr über den Cast? Also übrigens kommt mir noch Kim Virginia noch rein. Dann kommt noch Marvin rein. Und dann Alicia, glaube ich, kommt noch rein. Wer kommt noch rein? Daya von Germany's Next Topmodel. Ich bin gespannt. Also die andere Hälfte wird wahrscheinlich am 17. online kommen. Was denkt ihr eigentlich über den Cast? Das ist ein wilder Cast. Ich freue mich. Falls du natürlich noch auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Falls du natürlich die ganze Folge streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganze Folge streamen. Ne? Auf Insta kannst du mir folgen und auf TikTok. Und ich danke euch.